Willkommen im Möbelzentrum Großrieschen. Wohnen ist ein individuelles Lebensgefühl und wir bieten Ihnen eine große Auswahl von einzigartigen Möbeln und traumhaften Wohnideen auf unseren riesigen Ausstellungsflächen. Durch Großeinkäufe sind wir in der Lage, Ihnen günstige Preise anzubieten. Und unsere Liefer- und Montageteams sorgen für einen termin- und fachgerechten Aufbau Ihrer neuen Möbel. Möbelzentrum Großrieschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Ja. Wir brauchen noch Platten. Dringend. Ich mache mich auf den Weg. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassencard. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 9. November. Wir freuen uns, Sie auch heute wieder zum Wochenstart bei uns begrüßen zu können. Das heutige Datum hat in der deutschen Geschichte so manchen Auftritt. So führte zum Beispiel vor 31 Jahren eine friedliche Revolution zum Mauerfall und somit zur Wiedervereinigung Deutschlands. Auch führten 1918 die Matrosenaufstände zum Ausgang des Ersten Weltkrieges. Doch nicht all diese geschichtsträchtigen Ereignisse haben einen so positiven Ausgang. Mehr dazu und weitere Nachrichten aus der Lausitz haben wir jetzt für Sie. Der 9. November ist für Ministerpräsident Dietmar Woidke ein deutscher Schicksalstag. Den Mauerfall vor 31 Jahren bezeichnet er als eine Sternstunde für deutsche Demokratiegeschichte. Am 9. November 1918 wurde die Weimarer Republik ausgerufen. Mit der Gewaltorgie der Nationalsozialisten in der Pogromnacht am 9. November 1938 gegen die jüdische Bevölkerung ist der Tag aber auch ein katastrophaler Schandfleck in der deutschen Geschichte. Der 9. November ist in der deutschen Geschichte ein sehr prägender Tag. So wurde 1918 im Matrosenaufstand für Freiheit und gegen eine sinnlose Fortsetzung des Ersten Weltkrieges gekämpft und so wurde auch die erste deutsche Demokratie ausgerufen. So führte auch die friedliche Revolution vom 9. November 1989 zum Fall der Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands. Zum Gedenken der vielen historisch wertvollen Momente wurde heute in Potsdam eine Kranzniederlegung anlässlich der Opfer der Reichspogromnacht an der ehemaligen Synagoge am Platz der Einheit durchgeführt, wie die Staatskanzlei Brandenburg jetzt mitteilte.
In Brandenburg ist bei einem verendeten Wildvogel der Geflügelpesterreger H5N8 vom Friedrich-Löffler-Institut nachgewiesen worden. Bei dem Tier handelt es sich um einen Kranich, wie das Ministerium für Soziales und Gesundheit am Samstag mitteilte. Gefunden wurde der Vogel im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Erreger auch auf andere Landkreise ausbreitet. Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher wies darauf hin, dass die Übertragung auf Hausgeflügel zu verhindern sei. So wird das Geflügelpestmonitoring intensiviert. Außerdem sind alle Geflügelhalter aufgefordert, die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und zu verstärken, damit der Kontakt zwischen Wildvögel und Nutzgeflügel verhindert wird. Darüber hinaus sollten Hobbyhalter sicherstellen, dass die Ein- und Ausgänge zu den Ställen gegen unbefugten Zutritt gesichert sind. Mit dem einsetzenden Zug der Wildvögel wurden seit dem 30. Oktober wieder Fälle der sogenannten Vogelgrippe, vor allem an Nord- und Ostseeküste, nachgewiesen. Der jetzige Fund war der erste Verdachtsfall in Brandenburg in diesem Herbst. Infektionen des Menschen mit H5N8 sind bisher nicht bekannt und laut einer Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung unwahrscheinlich. Die Auszeichnung Vorbildlich restauriertes Denkmal des Bautzner Kunstvereins ist in diesem Jahr an den Eigentümer des Hauses Töpferstraße 34 gegangen. Dabei handelt es sich um ein Palais im Stil des Barock, das, wie der Auszeichnungsgeber findet, auf vorbildliche Weise saniert wird. Laut der Deutschen Stiftung Denkmalschutz handelt es sich um eines der reizvollsten vorstädtischen Barockhäuser in der Oberlausitz. Mit seiner noblen Gestaltung habe es weit über das Übliche der damaligen Zeit hinausgeragt. Mittlerweile ist die Fassadensanierung abgeschlossen. Jetzt bleibt dem Eigentümer noch die umfangreiche Aufgabe, die Räume im Inneren wieder in einen vorzeigbaren Zustand zu versetzen. Der Landkreis Görlitz hat im vergangenen Jahr rund 83,4 Millionen Euro in die öffentliche Infrastruktur investiert. Das geht aus einer Abfrage der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt bei den Statistikämtern der Länder hervor. Die Gewerkschaft appelliert nun an den Landkreis, wichtige Zukunftsinvestitionen nicht zu verschleppen, heißt es von der Gewerkschaft. Dieses Level muss mit Blick auf den jahrelangen Investitionsstau gehalten werden, auch wenn die Kämmerer aktuell auf jeden Euro schauen müssen. Ein Sparen an der Infrastruktur wäre ein Sparen am falschen Ende, sagt Peter Schubert, Bezirksvorsitzender der IG Bau Ostsachsen. Neue Kitas, renovierte Ämter und moderne Wasserleitungen seien für eine nachhaltige regionale Wirtschaftsentwicklung in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung, so die IG Bau. Allein das Bauhauptgewerbe beschäftigt im Landkreis Görlitz laut Arbeitsagentur rund 3600 Menschen. Über 50 Grund- und Förderschulen in Sachsen haben sich für die Teilnahme am Projekt der Stiftung Zuhören zur Zuhörbildung in Kooperation mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus im Schuljahr 2021 beworben. 15 Grund- und Förderschulen werden mit Material, einer Fortbildung und kollegialer Begleitung unterstützt, um das Konzept der Zuhörbildung in ihrer Schule einzuführen. Aufgrund der großen Nachfrage seitens der Schulen unterstützt das Sächsische Staatsministerium für Kultus alle übrigen Schulen, die sich beworben hatten und nicht berücksichtigt werden konnten, nun mit einer Hörspielbox und einer digitalen Fortbildung. Bei Zuhörbildung geht es darum, das Zuhören zu etablieren und dass die Freude am Hören ein fester Bestandteil des Schulalltags wird. Zugleich werden wichtige Grundlagen der Medienkompetenz erworben und erweitert. Effekte wie höhere Aufmerksamkeit, besseres Sprachgefühl und eine angenehmere Atmosphäre im Klassenzimmer sind Nebenerscheinungen der Zuhörbildung. Zuhörbildung hat nachweislich einen Mehrwert für den pädagogischen Alltag und die Schülerinnen und Schüler selbst, so die Stiftung Zuhören. Wie lässt sich das Wetter am besten beschreiben? Natürlich mit Fotos, ob Regen, Sonne oder Schnee. Das Handy gezückt und eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Unter der Prämisse "Geh online und kauf regional" wurde im Lockdown dieses Frühjahrs ein neues virtuelles Kaufhaus ins Leben gerufen. Auf dieser Plattform können Sie Spremberger Händler austauschen, ihre Produkte anbieten und natürlich auch verkaufen. Nun wurde die Plattform von der IHK mit einem Preis ausgezeichnet. Meine Kollegin Madeline Riemer war für Sie mit dabei.
Der Spremberg Shop 24 ist Preisträger des diesjährigen Innenstadtwettbewerbs City Offensive Südbrandenburg. Corona-bedingt musste die Preisübergabe am Bullwinkel im Herzen der Innenstadt im kleinen Rahmen stattfinden. Die IHK Cottbus zeichnete die Online-Plattform der Stadt Spremberg mit dem ersten Platz in der Kategorie Projekte, Kampagnen und öffentlichen Raum aus. Es wurde eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro überreicht. Die IHK City Offensive ist jetzt das zweite Mal, dass das stattgefunden hat. Wir haben im vergangenen Jahr bereits schon mitgemacht und haben dort auch einen Sonderpreis gewonnen. Und in diesem Jahr haben wir wieder mitgemacht, haben natürlich mit dem City Werbering als Antragsteller zusammengearbeitet, haben zusammen den Antrag geschrieben und haben das dann gedacht, wir probieren es. Dass wir natürlich jetzt den Preis gewonnen haben, ist umso schöner und da freuen wir uns sehr drüber. Der Wettbewerb City Offensive zielt darauf ab, die Innenstädte in Südbrandenburg zu stärken. Gewerbetreibende in den Innenstädten haben zunehmend Probleme, die Kunden zu erreichen. Da wollen wir ein Stück weit entgegenwirken und loben im Prinzip jährlich so einen Wettbewerb aus in verschiedenen Kategorien, um hier im Prinzip einen Beitrag zu leisten in den Innenstädten, sage ich mal so, durch bestimmte Projekte, durch Events, durch Kampagnen etwas mehr Leben reinzubringen und am Ende den Gewerbetreibenden in den Innenstädten zu helfen. Wir haben ja bestimmte Entwicklungen, das ist im Großen und Ganzen natürlich die Digitalisierung, die jeder geht gerne online shoppen mittlerweile. Das Internet ist unser ständiger Begleiter im Alltag. Außerdem hat sich die Lebensweise der Menschen verändert. Zeit ist ein kostbares Gut. Zum Citybummeln hat man unter der Woche kaum Zeit. So müssen die Händler dorthin gehen, wo die Menschen sind, nämlich online. Und dort setzt Spremberg Shop 24 an. Das Projekt trägt vor allen Dingen maßgeblich dazu bei, die Gewerbetreibenden in Spremberg und Umgebung beim Schritt in den Onlinehandel und den Schritt in die Digitalisierung weiter zu begleiten. In der Zeit des Frühjahrs-Lockdowns war der Schritt in die digitale Welt die einzige Möglichkeit für die Händler, weiterhin präsent zu sein. Die Geschäfte haben zu, wir müssen etwas tun und da kam die Idee eines virtuellen Einkaufshauses sozusagen, ne? Dass man ähnlich wie man in das Geschäft reingeht, das virtuell tut und dementsprechend Produkte sieht, Gutscheine sieht, wie auch immer. Und so entstand die Idee zum ersten Spremberger Online-Shop. City-Managerin Madeleine Schwausch kann sich noch gut an den Tag im März erinnern. Wir haben uns in einem Projektteam zusammengesetzt, bestehend aus der Anja Kieslig von der Kiko Kreativagentur, den Andreas Brenzel, der DAKO IT in Spremberg und die Vertreter der Wirtschaftsförderung, gerade in meiner Person, und haben überlegt, was können wir natürlich tun. Das alles wurde auch schon mal vorher in der AG Innenstadt besprochen, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt gerade handeln, wir wollen unsere Spremberger Innenstadt erhalten und wir müssen gerade vor dem ersten Lockdown, Ostern stand auch bevor, was tun. Und dann ging es eigentlich los. Und dann haben wir angefangen, mit den Händlern zu sprechen, wer hat welchen Bedarf. Wir mussten Daten zusammensammeln, wir haben die Webseite im Hintergrund aufgebaut, die Händler mussten in das System eingeführt werden. Ich habe das dann in Einzelgesprächen auch gemacht. Und Stück für Stück füllte sich dann eigentlich der Shop und man war so glücklich. Die ersten 5, ja, die ersten 7 und jetzt sind wir schon 12. Also mittlerweile sind wir heute auf dem Tag genau 40 Händler, die drin sind, die sich präsentieren können. Neben den zahlreichen Händlern sind auch Dienstleister und neuerdings Spremberger Gastronomen vertreten. Die Online-Plattform bot somit erstmals die Möglichkeit, sich zusammen im Internet zu präsentieren und das Verkaufsargument Regionalität wieder in den Fokus zu rücken. Ein wichtiger Punkt, den die Jury besonders hervorhebt. Wir haben uns vor allen Dingen auch deswegen dafür entschieden, weil vor allen Dingen auch die Regionalität hier in den Vordergrund gestellt wird. Das Projekt richtet sich ja vor allen Dingen an die Gewerbetreibenden hier in der Region. Und wir haben natürlich zurzeit erschwerte Bedingungen durch den zweiten Lockdown mittlerweile. Also viele Händler, Restaurantbetreiber oder auch andere Gewerbetreibenden sind ja in diesem Jahr ganz stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und dieses Projekt trägt doch in sehr guter Weise dazu bei, dass doch der eine oder andere Umsatz für den einen oder anderen gerettet werden kann.
Somit hat sich der Online-Shop verdient gegen die Mitbewerber durchgesetzt. Eine Idee, in welche Bereiche sie das Preisgeld investieren wollen, hat Madeleine Schwausch auch schon. So werden die 10.000 Euro für die Innenstadt eingesetzt. Wir werden weitere Projekte finanzieren. Wir werden den Spremberg-Shop minimal noch verändern. Wir wollen auch, dass die Gastronomie mit reinkommt und die ganzen Speisepläne, weil die haben derzeit halt den Lockdown und das Problem. Und wir wollen natürlich, dass die Spremberger wissen, auf dieser Plattform können sie alle wichtigen Informationen erhalten. Es dient als digitales Schaufenster und als Plattform für Gutscheine auch. Dort kann man zumindest bei jedem einen Gutschein erwerben. Und natürlich sieht man da die Kontaktdaten. Also kann man sagen, es ist wie ein kleiner Branchenführer auch noch. Auch in das Design von der Homepage soll investiert werden. Der Shop ist halt in Anführungsstrichen ein Schnellschuss und wir würden ihn gern weiterentwickeln. Ne? Vielleicht dahin, dass man Gutscheine ausdrucken kann, dass man ein eigenes Bild hochladen kann, dass man von Hamburg aus bestellt für die Oma und tut ihr was Gutes, ne? Und dann wird ihr das zugestellt. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das bedarf immer einen Technikaufwand, sage ich mal, und auch wirklich die Struktur zu schaffen dafür, dass es auch funktioniert und dass es auch ansehnlich aussieht. Geh online, kauf aber regional. Spremberg macht's vor. In diesem Sinne hoffen alle Beteiligten, dass der Spremberger Online-Shop Vorbild für andere Städte und Gemeinden wird und so die Innenstädte der Lausitz wieder attraktiver werden. In Hoyerswerda wird bald der neue Haushaltsplan für das Jahr 2021 geplant. Noch haben Sie die Chance, aktiv bei der Gestaltung der Stadt mitzuwirken. Denn auch dieses Jahr können Anwohner aktiv an dem Haushaltsplan teilnehmen. Diese und weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie. Noch bis Freitag haben alle Einwohner der Stadt Hoyerswerda und ihre Ortsteile die Möglichkeit, sich mit ihren Ideen und Wünschen am Bürgerhaushalt 2021 zu beteiligen. Wer mitmacht, kann dabei Einfluss auf die Verwendung öffentlicher Gelder in bestimmten Bereichen nehmen. So kann man auch Projekte zur Umsetzung bringen, die es sonst schwer haben, Realität zu werden, heißt es aus dem Rathaus. Jeder kann ein oder mehrere Vorschläge am besten unter Verwendung des Formulars Bürgerhaushalt 2021 schriftlich, mündlich oder elektronisch unterbreiten. Es ist auf den Internetseiten unter hoyerswerda.de/stadtleben zum Herunterladen oder auch zum direkten Ausfüllen und Absenden eingestellt. Wichtig ist, dass die Personalangaben vollständig sind und die Vorschläge konkret beschrieben werden. Sie müssen der Allgemeinheit zugutekommen und realisierbar sein. Es können zudem Anregungen aus den vorangegangenen beiden Bürgerhaushalten wiederholt eingereicht werden. Über 32 Vorschläge haben die Stadtverwaltung inzwischen erreicht, darunter sind 24 für die Kernstadt. Der Förderverein der Schulsternwarte Bautzen will auf dem Gelände der Einrichtung ein Amphitheater errichten. Das Projekt hat den mit 15.000 Euro dotierten Publikumspreis des Sächsischen Mitmachfonds erhalten. Unser Projekt in der Schulsternwarte Bautzen führt Kolosseum und Stonehenge im Kleinen zusammen, so der Verein. Das Amphitheater soll in einem verfüllten Steinbruch auf dem Sternwartengelände entstehen und von einem Steinkreiskalender umringt werden. Dieser soll die Besucher die Sonnenwende sowie die Tag- und Nachtgleichen auf besondere Art erleben lassen. Um das Projekt zu verwirklichen, benötige er noch weitere Spenden und Sponsoringleistungen. In Lauchhammer lud bereits am 3. November Bürgermeister Roland Polenz zu einer Informationsveranstaltung ein. Anwohner des Ortsteils Pappelweg wurden hier über die geotechnischen Untersuchungsergebnisse im Ortsteil informiert. Seit Beendigung des Bergbaus Anfang der 1990er Jahre steigt das vorher abgesunkene Grundwasser wieder an. Damit verbunden sein können Vernässungen von Gebäuden, aber auch Gefährdungen im Zusammenhang mit möglichen Verflüssigungen im Untergrund. Ein Geländeeinbruch kann eine große Gefahr für die darauf befindlichen Gebäude darstellen. Wie bereits auf der Einwohnerveranstaltung am 25. Juni angekündigt, hat das Landesbergamt und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz im Zuge des Verfahrens ein weiteres, speziell geohydrologisches Gutachten beauftragt. Auch das zweite Gutachten zeigt, dass die Absiedlung der Grundstücke im Hinblick auf die Gefahr der Bodenverflüssigung notwendig ist, so der Landkreis. Eine Sanierung und damit Stabilisierung des Baugrundes unter den Gebäuden ist nicht möglich. Den Anwohnern und Gartennutzern des Ortsteils wird im Interesse ihrer eigenen Sicherheit möglichst schnell, jedoch spätestens bis zum Ende des Jahres 2022, ein Umzug nahegelegt.
Bis zum 27. November findet auf den Strecken der Schmalspurbahn im Zittauer Gebirge kein Zugverkehr statt. Das teilt die Sächsische Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft, SOEG, als Betreiberin der Strecke mit. In dieser Zeit werden Bau- und Verschnittarbeiten durchgeführt. Ursprünglich wollte die SOEG im November das Corona-bedingte Defizit an Streckenkilometern ausgleichen. Dies soll jetzt im Dezember geschehen. Dafür beginnt der Fahrplan der Hauptsaison mit Zweizugbetrieb eher als geplant bereits am 5. Dezember und gilt bis zum 3. Januar 2021. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 1.751 Personen am Coronavirus erkrankt. Das sind 48 mehr als am Sonntag. Der Landkreis Görlitz hat seit gestern 7 Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt die Zahl der aktuell Erkrankten hier bei 1.621. Im Spree-Neiße-Kreis sind aktuell 413 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 11 Personen positiv getestet worden. Und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat seit gestern 38 Neuinfektionen gemeldet. Hier sind aktuell 290 Personen am Virus erkrankt. Weitere Corona-Meldungen. Die für den 12. November geplante Delegiertenkonferenz vom Sportbund Lausitzer Seenland Hoyerswerda e.V. ist abgesagt. Trotz mehrerer angesetzter Termine wurde die Absage am vergangenen Freitag einstimmig vom Präsidium beschlossen. Grund dafür sind die aktuellen Infektionszahlen im Landkreis Bautzen und der Schutz aller Beteiligten. Ebenfalls wurde der für den 19. November geplante Kreissporttag in der Energiefabrik Knappenrode abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Dies wurde mit einstimmigem Beschluss des Präsidiums des Kreissportbundes Bautzen e.V. am vergangenen Mittwoch entschieden. Begründet wird die Entscheidung mit der drohenden Gefahr für das Gemeinwohl aufgrund der weiteren Verschärfung der Covid-19-Lage im Landkreis Bautzen und der damit einhergehenden Verantwortung des Kreissportbundes zum Schutz der Delegierten. Ein Online-Format ist wegen technischer Voraussetzung als Alternative nicht umsetzbar. Oberbürgermeister Octavian Urso hat sich auf Anweisung des Gesundheitsamtes in häusliche Quarantäne begeben, da er Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Die AHA-Regeln wurden bei Treffen stets eingehalten. Dem Oberbürgermeister der Stadt Görlitz geht es gesundheitlich gut und er wird seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus fortführen. Bei uns sehen Sie gleich die aktuellen Meldungen aus dem Polizeibericht. Vorher machen wir aber noch eine kleine Pause. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda, individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Eine Wohnung mit Badelandschaft zum Verlieben. Für Sie umgebaut. Eine 3-zu-1-Zweiraumwohnung. Das geräumige Bad mit Badewanne und Dusche bietet zudem immer noch genügend Freiraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Schön, dass Sie dran geblieben sind. Nun gibt es, wie versprochen, die neuesten Meldungen aus dem Polizeibericht für Sie. Ein
Am Abend des 7. November kam es zum Brandausbruch in einem Gartenlokal im Bautzener Ortsteil Gesundbrunn. Aus nicht geklärter Ursache brannte hier eine Sitzecke, Möbel und das Vordach. Zunächst versuchten die Betreiber erfolglos, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog sich eine 50-jährige Frau leichte Verletzungen zu und musste durch Rettungskräfte ambulant behandelt werden. Eingesetzte Kameraden sowohl der Freiwilligen als auch der Berufsfeuerwehr Bautzen löschten schnell die Flammen. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen. Am Abend des 7. November führten Beamte des örtlichen Polizeireviers in Kamenz eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten sie auf der Hohen Straße einen Transporter Ford fest, bei welchem ein Rücklichtdefekt war. Sie stoppten das Fahrzeug und stellten schnell Alkoholgeruch bei dem 44-jährigen Fahrzeugführer fest. Nach mehrfachen Versuchen eines Alkoholtestes ergab dieser dann einen Wert von umgerechnet 1,82 Promille. Es folgte die Blutentnahme bei dem rumänischen Mann. Die Beamten stellten zudem fest, dass der 44-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen konnte. Gegen den Transporterfahrer werden die Ermittlungen nun eingeleitet. Am Samstagnachmittag ereignete sich auf einem Parkplatz vor einem Hoyerswerda Einkaufsmarkt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 62-jährige Frau rangierte mit ihrem VW rückwärts. Dabei übersah sie offenbar eine 82-jährige Fußgängerin und deren 83-jährigen Begleiter. Durch den Zusammenstoß mit dem VW kamen die beiden zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am PKW der 62-Jährigen entstand kein Schaden. Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Samstag in Oppach von der Gralbergstraße einen Kompressoranhänger. Das gelbe Aggregat Atlas Copco war an einem abgeparkten Transporter angehängt. Die Unbekannten kuppelten diesen ab und stahlen das Gerät im Wert von mehr als 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und fahndet international nach dem Anhänger. Zum Ende unserer Sendung haben wir wie immer für Sie die Wetteraussichten der kommenden Tage. Doch zuvor gibt es noch ein geschichtliches Ereignis in unserem täglichen Kalenderblatt. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Die ältesten Zeugnisse der Lauter Dorfkirche stammen aus dem Jahr 1457. Damals wurden zur Unterhaltung der Kirche 20 Hufen, also Gehöfte, und ein Seelsorger zugesprochen. Aus dieser Zeit der Gotik stammen die Spitzbogentür an der Südseite mit altem Beschlag und je ein Fenster im Süden und im Osten, sowie der achteckige Taufstein mit alten Mustern und Inschriften. Ob die geschnitzte Holzfigur Christus auf der Rast zur ursprünglichen Ausstattung gehörte, ist ungeklärt. Die Jahreszahl 1652 ist wohl das nächste markante Datum und auf einer der Säulen und auf der Taufschale angebracht. 5 Jahre später ließ die Gemeinde den Altar anfertigen und 1660 die Kanzel bauen. Neben der Kirche steht der Glockenturm. 2 Glocken hängen hier und rufen zum Gebet. Die eine, etwas kleinere, ist die Laurentiusglocke. Sie diente übrigens als Modell für das Lauter Stadtwappen. Die Glocke selbst stammt aus der Kapelle auf dem Koschenberg, die nach der Reformation verfiel. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nacht ist es nur im Südwesten aufgelockert, sonst meist trüb durch Hochnebel und die Werte sinken bis auf 4 Grad. Am Dienstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und die Höchstwerte liegen bei 9 Grad. Auch am Mittwoch ändert sich nicht viel, es bleibt bei dem Sonne-Wolken-Mix bei 10 Grad maximal. Am Donnerstag bleibt es bei den 10 Grad, dabei gibt es kaum noch Sonne und zum Abend hin kann es auch regnen.
Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen angenehmen Abend. Alle Meldungen und Nachrichten gibt es zum Nachlesen noch auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend und sehen uns dann morgen zur gewohnten Zeit wieder. Machen Sie es gut!